Hallo zusammen, ich bin die Anna Chobocek vom KSV Baunatal und wir machen heute eine Yogastunde für den HNA Sommer-Yoga zusammen. Wir haben super Wetter, eine tolle Location, dann lasst uns mal beginnen. So, wir fangen in Stellung des Kindes an, das heißt, ihr kommt auf die Matte runter, setzt euer Gesäß auf die Fersen, legt den Rumpf nach vorne auf die Matte ab, die Stirn kommt auf die Matte, die Handflächen liegen schön satt auf der Matte. Kommt erstmal hier an. Schließt eure Augen. Atmet jetzt nur noch über die Nase ein und aus. Und spürt, wie eure Atmung bis in den Bauch fließt. Und dann kommt ihr mit eurer nächsten Atmung in den Fersensitz nach oben. Ihr öffnet mit eurer Einatmung die Arme über die Seite nach oben, über den Kopf und in die Ausatmung Hände vors Herz. Namaste. Einatmung, ihr öffnet die Arme über die Seite nach oben, streckt euch nach oben und Ausatmung Hände vors Herz. Namaste. Im Sitz, im Fersensitz, achtet ihr darauf, dass ihr den Bauchnabel schön zur Wirbelsäule reinzieht, das Schambein nach oben innen ziehen, dass der untere Rücken schön lang ist, die Schultern kommen nach unten und außen, das Kinn geht leicht zur Brust, dass der Nacken schön lang ist und ihr habt immer noch die Hände vorm Herzen. Schließt nochmal hier eure Augen für einen Moment und kommt auch erstmal in dieser Position an. Dann öffnet ihr die Arme mit der Einatmung zur Seite, hebt das Herz leicht nach oben, schaut vielleicht in den Himmel und mit der Ausatmung umarmt ihr euch selber. Kinn geht zur Brust, ihr werdet klein und rund. Einatmung, ihr öffnet die Arme zur Seite, Blick hebt nach oben und Ausatmung, ihr umarmt euch wieder selbst, Kinn leicht zur Brust. Einatmung, ihr öffnet die Arme wieder zur Seite und Ausatmung, Hände vors Herz. Namaste. Einatmung, ihr öffnet die Arme wieder nach oben. Die Fingerkuppen wollen weit Richtung Decke oder Richtung Himmel. Und mit der Ausatmung macht ihr einen Twist nach rechts. Ihr dreht den Rumpf nach rechts. Einatmung, Arme über den Kopf zur Mitte. Ausatmung, Twist nach links. Einatmung zur Mitte, Handflächen zeigen zueinander, Ausatmung, Twist nach rechts. Einatmung, wieder zur Mitte, Ausatmung, Hände vors Herz, Namaste. Mit der Einatmung kommt ihr in den Kniestand, die Hände gehen nach oben über den Kopf, Finger sind gespreizt, Fingerkuppen zeigen wieder Richtung Decke oder Himmel. Das Schambein nach oben innen ziehen. Wir wollen die unteren Bauchmuskeln aktivieren. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Und die Atmung fließt weiter. Ihr atmet tief ein und dabei streckt ihr euch weiter Richtung Decke oder Himmel. Und mit der Ausatmung bleibt ihr auch oben. Alles ist fest. Einatmung. Nochmal nach oben strecken und mit der Ausatmung kommt ihr in den Vierfüßler. Im Vierfüßler stehen die Hände unter den Schultern, die Knie über dem Becken. Zwischen den Knien passt eine Faust. Die Handteller sind schön breit aufgefächert. Der Fußrücken ist lang. Und der Bauchnabel zieht nach innen, also den Bauch nicht nach unten hängen lassen, sondern wir sind aktiv, auch hier im Rumpf und im Vierfüßler. Mit der Einatmung kommen wir in die Kuh, das heißt, jetzt lassen wir den Bauch
nach unten hängen, Brustbein geht nach unten und wir heben leicht den Blick nach vorne. Und mit der Ausatmung rollen wir uns in eine Katze, ganz rund werden. Bauchnabel zieht fest zur Wirbelsäule, Kinn geht leicht zur Brust. Von den Handwurzeln her drücken wir uns nach oben und einatmen. Und Ausatmung, Katze. Wir rollen uns ein. Einatmung. Und Ausatmung. Katze. Einatmung. Und Ausatmung. Neutrale Vierfüßlerposition. Das heißt, der Rumpf ist schön lang. Kopf ist in Verlängerung der restlichen Wirbelsäule. Und mit deiner nächsten Einatmung verlagerst du das Gewicht auf die linke Seite und hebst das rechte Bein nach hinten in Verlängerung deines Rumpfes. Zehenspitzen ziehst du zu dir rein. Mit der Ferse schiebst du heraus. Das rechte Bein ist schön aktiv. Und auch hier dran denken, den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Ja, nicht den Bauch nach unten hängen lassen. Der Atem fließt weiter. Und mit deiner Ausatmung verbindest du das rechte Knie mit deiner Nasenspitze. Oder du deutest es einfach nur an, wenn du nicht so weit kommst. Einatmung, du hebst den Blick, streckst das rechte Bein wieder nach oben oder in Verlängerung deines Rumpfes. Und Ausatmung, Knie-Nase verbinden. Einatmung, das rechte Bein nach hinten strecken, Zehenspitzen ranziehen. Ausatmung, Knie-Nase verbinden. Einatmung, das rechte Bein nach hinten strecke und Ausatmung, du setzt das rechte Bein wieder ab und wir wechseln gleich die Seite, das Gewicht auf die rechte Seite verlagern und das linke Bein anheben. Und das ist auch wieder in Verlängerung des Rumpfes, Bauchnabel ist fest, zieht nach innen, Zehenspitzen des linken Fußes ziehen ran, du schiebst mit der Ferse heraus, dass das Bein kraftvoll nach hinten gestreckt wird und mit deiner nächsten Ausatmung verbindest du auch hier Knie-Nase. Einatmung, Blick leicht heben, Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und das linke Bein ist gestreckt. Ausatmung, Knie-Nase verbinden. Einatmung, strecken, öffnen. Ausatmung, klein und rund werden. Einatmung, Bein nach hinten strecken und Ausatmung noch einmal Knie-Nase verbinden. Noch einmal öffnen, das linke Bein strecken und Ausatmung auf das linke Knie wieder auf die Matte setzen. So, jetzt kannst du in der Vierfüßlerposition nochmal einfach, wie du magst, gerne deine Wirbelsäule hier durchbewegen. Entweder das Becken nach links und rechts bewegen und den Kopf auch entweder zur Seite drehen oder Kopfnicken, ja, nein. Ganz vorsichtig und achtsam mit deinem Kopf, mit deiner Halswirbelsäule sein oder auch nach links und rechts den Kopf neigen. Nochmal im Wechsel Katze und Kuh für dich. Okay, und dann starten wir gleich. Mit der Einatmung setzen wir die Füße auf und kommen aus der Vierfüßlerposition in das obere Brett. Das heißt, alles ist fest. Die Schultern sind über deinen Händen. Der Bauchnabel ist fest. Der Körper bildet eine Linie. Der Bauch hängt nicht nach unten durch. Und mit deiner Ausatmung machst du eine Welle nach hinten und du kommst in den ersten herabschauenden Hund. Das heißt, die Hände sind mattenbreit geöffnet. Fußinnenkanten sind parallel zueinander. Das heißt, du siehst deine Ferseninnenkanten nicht. Ja. Die Knie, die können auch ruhig noch leicht gebeugt sein. Oder wer das schon kann und so weit ist, kann die Knie auch durchstrecken. Und vielleicht kommt schon der eine oder andere auch mit den Fersen auf die Matte. Und hier erstmal auf der Stelle Gassi gehen. Das heißt, einfach mal im Wechsel die Knie zur Matte ranziehen. Versuch das Gewicht
von deinen Händen nach hinten zu schieben. Ja? Der Kopf hängt zwischen den Oberarm. Der herabschauende Hund ist ein dreischenkliges Dreieck. Der Po, das Gesäß, ist der höchste Punkt. Und der Atem fließt weiter in der Position. Und du kommst mit deiner nächsten Einatmung wieder in den Vierfüßler, was wir schon eben hatten. Und mit der Ausatmung Fußrücken lang machen, Stellung des Kindes. Jetzt bauen wir einen kleinen Flow ein. Einatmung, Zehenspitzen aufstellen, oberes Brett. Und Ausatmung, Welle nach hinten, herabschauender Hund. Einatmung, Vierfüßler. Ausatmung, Fußrücken lang machen, Stellung des Kindes. Gesäß kommt auf die Fersen. Einatmung, du kommst wieder hoch, Zehenspitzen aufstellen, oberes Brett. Ausatmung, Welle nach hinten, herabschauender Hund. Und noch einmal. Einatmung, Vierfüßler. Ausatmung, Stellung des Kindes. Jetzt wird es uns bestimmt schon warm, den einen oder den anderen. Einatmung, oberes Brett. Ausatmung, herabschauender Hund. Und noch einmal. Einatmung, Vierfüßler. Ausatmung, Stellung des Kindes. Einatmung, oberes Brett. Und wir bleiben hier und halten hier drei Atemzüge. Die Schultern sind über den Händen. Ja, Bauchnabel zieht fest nach innen. Und noch zwei Atemzüge mehr. Und ausatmen. Und noch einmal einatmen. Und mit der Ausatmung Welle nach hinten, herabschauender Hund. Nochmal hier einrichten. Ja, die Füße sind hüftbreit geöffnet, die Hände wirklich mattenbreit geöffnet. Hier nochmal in die Position tief ein- und ausatmen. Und mit deiner nächsten Einatmung wanderst du mit den Füßen nach vorne. Entweder mit zwei Schritten rechts, links oder mit mehreren kleinen. Du machst eine kleine halbe Vorbeuge, das heißt, der Rumpf ist wie ein Tisch. Die Schulterblätter ziehen nach hinten zusammen, die Handinnenflächen zeigen zueinander, die Knie sind noch leicht gebeugt. Und mit deiner Ausatmung kommst du in deine erste tiefe Vorbeuge. Das heißt, deine Kopfkrone zeigt Richtung Matte, Richtung Boden. Der Rumpf ruht auf den Oberschenkeln, die Knie sind auch hier noch gebeugt. Du kannst gerne mit deinen Handflächen deine Waden umgreifen und den Kopf wieder nach unten sinken lassen und hier in der Position gerne einen Moment die Augen schließen. Das Gesäß schiebt nach hinten oben, dass die Beinrückseite leicht gedehnt wird. Und der Atem fließt weiter. Und mit deiner nächsten Einatmung rollst du dich nach oben in den Berg. Die Arme nimmst du über die Seite. Die Arme kommen über den Kopf und mit der Ausatmung Hände vors Herz. Namaste. Einatmung, du öffnest wieder die Arme über die Seite nach oben zum Himmel. Und mit der Ausatmung tauchst du nach unten ab in eine tiefe Vorbeuge. Einatmung, du setzt die Hände auf, nimmst den rechten Fuß nach hinten, Ausatmung links dazu, herabschauender Hund. Wir machen den Sonnengruß, den kennen ja bestimmt viele. Einatmung, oberes Brett, das was wir eben hatten. Und mit deiner Ausatmung kommst du deinen Weg nach unten, entweder über ein ganzen Liegestütz oder über Knie, Kinn, Brust, Bauch. Auf jeden Fall sollte der Bauch zuletzt auf deiner Matte landen, um den unteren Rücken zu schonen. Einatmung, wir kommen in eine erste kleine Kobra, die Schultern rollen nach hinten, die Ellenbogen sind am Rumpf, der Blick geht leicht nach vorne und der Po, der bleibt dabei locker. Und mit deiner Ausatmung kommst du über den Vierfüßler
zurück in den herabschauenden Hund. Einatmung links, rechts nach vorne oder über mehrere Schritte. Wir verbinden das mit einer kleinen halben Vorbeuge und mit deiner Ausatmung tauchst du wieder tief. Tiefe Vorbeuge. Kopfkrone zeigt Richtung Matte. Einatmung, du rollst dich auf, nach oben, Arme über die Seite, die gehen über den Kopf. Mit der Ausatmung Hände vors Herz. Namaste. Einatmung, du öffnest die Arme nach oben zum Himmel. Auch hier im Stand darauf achten, dass du auch hier wieder aktiv bist. Das heißt, das Schambein zieht nach oben innen. Wir wollen die unteren Bauchmuskeln und dadurch aktivieren wir auch den Beckenboden aktivieren. Der Bauchnabel zieht nach innen. Zwischen den Füßen passt eine Faust. Die Schultern, wenn wir die Arme hier oben haben, dann neigen wir oft dazu, dann gleich die Schultern zu den Ohren hochzuziehen. Achtet darauf, dass ihr die dann bewusst nochmal nach unten zieht, Richtung Wirbelsäule. Und der Nacken ist schön lang, indem ihr das Kinn leicht zur Brust nimmt. Und wir bleiben erstmal hier. Schließt nochmal auch in dieser Position einen Moment eure Augen. Die Daumen zeigen nach hinten. Und lasst den Atem fließen. Und noch einmal mehr einatmen. Und mit eurer Ausatmung kommt ihr in den Stuhl, Utkatasana. Das heißt, das Gesäß geht nach hinten. Auch hier drauf achten, der Bauchnabel zieht nach innen, Schambein nach oben in, dass der untere Rücken schön lang ist. Weil wir neigen dazu, dann das Becken so zu kippen, aber der untere Rücken soll lang bleiben. Also Schambein nach oben innen ziehen. Und hier halten. Die Oberschenkel werden schon warm. Und genießt die aufsteigende Wärme. Und mit der nächsten Ausatmung kommen wir hier aus der Position gleich tief in eine tiefe Vorbeuge. Einatmung, wir setzen die Hände auf. Links dazu, Ausatmung, rechts dazu, herabschauender Hund. Einatmung, Welle nach vorne und mit der Ausatmung gehst du deinen Weg nach unten, Chaturanga, Bauchlage. Ich gehe jetzt über den ganzen Liegestütz, ihr könnt das gerne über Knie, Kinn, Brust, Bauch, je nachdem wie man trainiert ist, das muss jeder für sich wissen. Okay, Einatmung, Cobra, die Schultern rollen wir nach hinten, die Ellenbogen kommen an den Rumpf. Und mit der Ausatmung zurück herabschauender Hund. Einatmung, wir heben das rechte Bein nach hinten oben. Ausatmung, Ferse zum Gesäß. Einatmung, das Bein wird wieder nach hinten gestreckt. Ausatmung, wir setzen den Fuß zum linken Fuß nach unten ab. Einatmung, wir wechseln gleich die Seite. Das linke Bein hebt nach oben. Ausatmung, auch hier Ferse zum Gesäß. Einatmung, linkes Bein zieht nach hinten, oben. Ausatmung, Fuß setzt ab. Einatmung, wir heben nochmal das rechte Bein nach hinten, oben. Und mit der Ausatmung setzen wir den rechten Fuß zu den Händen nach vorne ab. Einatmung, wir setzen auch das linke Knie ab und heben den Oberkörper und die Arme in einen ersten kleinen Krieger. Und wir positionieren uns erstmal hier. Achtet auch hier wieder drauf, dass ihr euren Bauchnabel zur Wirbelsäule zieht, das Schambein nach oben innen. Die linken Zehen, die sind aufgestellt. Und dann kommt ihr mit der nächsten Einatmung aus dieser Position in den ersten großen Krieger. Das heißt, ihr drückt euch nach oben. Das rechte Knie ist über dem rechten Fußgelenk. Es ist geradeaus nach vorne gerichtet. Zeigt nicht nach innen oder außen. Die linke hintere Ferse, die zieht Richtung Matte nach unten.
sodass das linke Bein auch schön gestreckt wird. Auch hier in der Position darauf achte, die Arme, die Ellbogen wollen gestreckt sein. Die Oberarme auf Höhe der Ohren. Bauchnabel zieht auch hier nach innen. Und wir halten. Und nehmen mal die Hände vors Herz, um die Schultern so ein bisschen zu entlasten. Schenkt euch selbst mal ein Lächeln. Seid euch dankbar, dass ihr euch die Zeit für euch selbst hier nehmt. Und wir bleiben hier noch ein Atemzug. Wir atmen ein und öffnen aber dabei die Arme nach oben. Und wir atmen aus und kommen zurück in den herabschauenden Hund. Und wir wechseln gleich die Seite. Einatmung, wir heben das linke Bein nach oben und mit der Ausatmung setzen wir den linken Fuß zu den Händen. Einatmung, wir legen das rechte Knie ab und kommen hier in den ersten kleinen Krieger. Auch hier sind die Zehenspitzen des rechten Fußes aufgestellt. Wir richten uns erstmal hier ein. Die Arme sind nach oben gestreckt. Richtung Decke oder zum Himmel, je nachdem, wo man ist. Und mit eurer nächsten Einatmung verlagert ihr das Gewicht nach vorne und kommt in den ersten großen Krieger, auch hier auf dieser Seite. Das linke Knie ist über dem linken Fußrücken ausgerichtet. Die Hände nehmen wir mal in Namaste-Haltung, um auch hier so ein bisschen die Schultern zu entspannen. Der rechte Fuß, die rechte Ferse zieht nach unten Richtung Matte, damit auch hier wir in der rechten Leiste nochmal die Dehnung verstärken. Bauchnabel zieht nach innen, das Schambein zieht nach oben innen, Schultern nach unten sinken lassen. Kinn geht leicht zur Brust. Und schön hier tief kommen. Gerne kann das linke Bein einen rechten Winkel haben. Schön hier tief runtergehen. Und Einatmung. Wir heben die Arme wieder nach oben und mit der Ausatmung kommen wir zurück in den herabschauenden Hund. Einatmung. Wir heben wieder das rechte Bein nach oben und mit der Ausatmung ziehen wir das Knie zum linken Ellenbogen nach vorne, Bauchnabel nach innen ziehen. Einatmung, das Bein wird nach oben gestreckt in den dreibeinigen Hund. Ausatmung, Knie zur Nase. Einatmung, in den dreibeinigen Hund kommen, rechtes Bein nach hinten oben strecken. Und Ausatmung, rechtes Knie kommt zum rechten Ellenbogen. Die Schultern sind über den Handgelenken. Bauchnabel zieht nach innen. Einatmung, rechtes Bein nach hinten oben heben und Ausatmung, wir setzen den Fuß ab und wir wechseln gleich die Seite. Einatmung, linkes Bein nach hinten oben heben und mit der Ausatmung gehen wir mit dem linken Knie zum rechten Ellenbogen. Bauchnabel zieht nach innen. Einatmung, das Bein nach hinten strecken. Ausatmung, Knie-Nase verbinden. Einatmung, das linke Bein nach hinten oben strecken. Ausatmung, linkes Knie zum linken Ellenbogen. Einatmung, das Bein nach hinten oben, den dreibeinigen Hund strecken. Und Ausatmung, Fuß zurück auf die Matte. Einatmung, Vierfüßler. Und Ausatmung, wir machen eine kleine Pause in Stellung des Kindes. Das heißt, ihr öffnet wieder die Beine mattenbreit und legt die Stirn auf die Matte ab. Arme sind gestreckt. Den Moment Pause. Dann stellt ihr die Fingerkuppen auf
Und das Gesäß will weiter zu den Fersen ziehen und mit den Fingerkuppeln wollt ihr weiter nach vorne auf die Matte, sodass ihr eine Dehnung in den oberen Rücken spürt, Richtung Achselhöhle. Ja, die Hände, nur noch die Fingerkuppeln berühren die Matte. Und wir atmen nochmal tief ein und aus über die Nase. Und mit eurer nächsten Einatmung kommt ihr in den Vierfüßler zurück. Und Ausatmung, ihr setzt die Zehen auf, herabschauender Hund. Wir richten uns nochmal hier in der Position ein. Das heißt, die Hände wieder mattenbreit öffnen. Fußinnenkanten sind parallel zueinander. Das Gewicht schiebt ihr weit nach hinten, oben von den Handwurzeln abdrücken. Mit Einatmung hebt ihr das rechte Bein nach hinten, oben und mit der Ausatmung Fuß zu den Händen. Einatmung, wir kommen gleich in den ersten großen Krieger. Schön hier tief gehen, wem es möglich ist, einen rechten Winkel bilden. Das rechte Knie ist nach vorne über den rechten Fußrücken ausgerichtet. Und mit eurer nächsten Ausatmung tretet ihr in den zweiten Krieger. Der Rumpf dreht leicht nach innen. Hier ist immer noch das vordere Bein schön gebeugt und das Knie über den Fußrücken ausgerichtet, also das zeigt nicht nach innen oder nach außen. Der hintere Fuß ist leicht nach innen gedreht. Die Fersen sind auf einer Höhe, in einer Linie. Die Arme sind schön breit aufgefächert, auch auf einer Linie. Der Blick geht über den rechten Handrücken. Bauchnabel zieht auch hier nach innen, das Schambein nach oben innen ziehen. Und wir bleiben hier noch zwei Atemzüge. Und noch einen mehr. Und mit eurer nächsten Einatmung kommt ihr in den umgekehrten Krieger. Das heißt, wir wollen die rechte Flankenseite dehnen. Die linke Hand kommt auf den linken Oberschenkel. Die rechte Hand schräg nach oben, Kopf neigt auch leicht zur Seite und hier halten. Einatmung, wir kommen wieder in den zweiten Krieger und wir atmen auch hier aus. Einatmung, erster Krieger, Blick geht nach vorne, Füße, Fußspitzen zeigen geradeaus nach vorne und mit deiner nächsten Ausatmung kommst du hier zurück in den herabschauenden Hund. Und wir wechseln gleich die Seite. Einatmung, linkes Bein heben und mit der Ausatmung setzen wir den Fuß zu den Händen. Einatmung, wir kommen auch hier in den ersten großen Krieger und Ausatmung, wir wechseln gleich in den zweiten Krieger. Und wieder schön das linke Knie, also das vordere Bein, schön tief kommen. Das Knie ist über den Fußrücken ausgerichtet. Der hintere Fuß dreht leicht nach innen, aber die Fersen stehen in einer Linie. Die Arme sind schön breit aufgefächert. Der Bauchnabel zieht nach innen und der Atem fließt weiter. Und wir bleiben hier noch zwei Atemzüge. Wir wollen ja auch jede Position genießen und die Wärme spüren und noch ein Atemzug. Und mit der nächsten Einatmung kommen wir auch hier in den umgekehrten Krieger. Das heißt, wir neigen den Rumpf leicht nach hinten, wir wollen die linke Rumpfseite dehnen, die rechte Hand kommt auf das rechte Knie, der linke Arm zieht über den Kopf nach oben, schräg nach oben.
Und wir bleiben hier. Mit der nächsten Einatmung auch wieder zurück in den zweiten Krieger. Tief ausatmen in der Position. Einatmung, erster Krieger. Ausatmung, herabschauender Hund. Und nochmal hier im herabschauenden Hund einfach auf der Stelle gehen, die Beine so ein bisschen auslockern. Und immer dran denken, dass der Atem über die Nase fließt. Also versuchen nicht über den Mund zu atmen, sondern über die Nase. Drückt euch nochmal von den Handwurzeln nach hinten. Denkt an das dreischenklige Dreieck. Vielleicht kommen jetzt eure Fersen ganz runter auf die Matte und die Knie sind gestreckt. Jetzt sind wir ja warm. Genau, und wieder in der Position ruhig werden. Nicht mehr bewegen. Den Atem weiter fließen lassen. Mit der nächsten Einatmung heben wir wieder das rechte Bein nach hinten oben und mit der Ausatmung setzen wir den Fuß zu den Händen. Einatmung, wir heben das Herz, wir sind im Sprinter, ja, Blick geht leicht nach vorne, wir atmen aus und das linke Bein, das ist schön aktiv, ja, die Ferse zieht nach hinten. Und mit der Einatmung verlagern wir das Gewicht auf das rechte Bein und auf die Hände und heben das linke Bein wie in den dritten Krieger. Ja, die Hand, die Fingerkuppen berühren noch die Matte zur Stabilität. Der Blick geht nach unten Richtung Matte, dass der Nacken schön lang ist. Das Standbein, also das rechte Bein, ist schön gestreckt. Der ganze Fuß drückt in die Matte und das Spielbein, so nenne ich immer das Bein, was in der Luft ist, da sind die Zehenspitzen rangezogen zur Nase und die Ferse drückt nach hinten, schiebt nach hinten heraus. Auch das Spielbein ist schön aktiv und versucht in dieser Position die Schulterblätter, so die Idee haben, die wollen hinten zusammen zur Wirbelsäule ziehen. Und hier halten und der Atem fließt weiter. Und noch einmal tief einatmen. Und mit der Ausatmung kommt der linke Fuß zum rechten Fuß. Ganze Vorbeuge, tiefe Vorbeuge. Kopfkrone zeigt wieder Richtung Matte. Die Handflächen sind auf der Matte abgelegt. Knie sind leicht gebeugt. Und hier in der Position auch mal den Kopf nach links und rechts ausschütteln. In der tiefen Vorbeuge auch, um die Beine so ein bisschen zu lockern. Auf der Stelle gehen, also die Fersen im Wechsel mal abheben. Und dann machen wir das aus dieser Position gleich auf der anderen Seite. Ihr verlagert das Gewicht auf den linken Fuß und mit der Einatmung hebt ihr das rechte Bein nach hinten oben. Nur die Fingerkuppen berühren die Matte, die Handinnenflächen zeigen zueinander. Das linke Bein, der linke Fuß drückt kräftig in die Matte und das Bein ist gestreckt, also Knie ist nicht gebeugt. Und das rechte Bein, also das Spielbein, das in der Luft ist, die Zehenspitzen zur Nase, zum Körper ranziehen und mit der Ferse herausschieben. Beide Beine sind aktiv und die Schulterblätter ziehen zur Wirbelsäule zusammen. Und wir atmen weiter. Wir halten nicht die Luft an. So viele Dinge auf einmal. Und haltet hier noch einen Moment. Atmet noch einmal tief ein. Und mit der Ausatmung beugt ruhig das Knie an. Und der rechte Fuß kommt zum linken Fuß. Tiefe Vorbeuge. Beugt ruhig jetzt beide Knie wieder an. Kopfkrone zeigt Richtung Boden. Und nochmal hier auf der Stelle gehen, also die Fersen nochmal im Wechsel abheben, um die Beine nach dieser Asana zu entspannen.
und dann wieder beide Füße in die Matte drücken, Knie leicht beugen und mit der Einatmung kommen wir in eine halbe Vorbeuge. Ja, der Rumpf ist wie ein Tisch, das hatten wir auch schon am Anfang ganz leicht angedeutet beim Sonnengruß. Die Arme sind nach unten gestreckt, die Hand in den Flächen zeigen zueinander, der Kopf ist in Verlängerung des Rumpfes. Kinn hier leicht zur Brust ziehen, Bauchnabel zieht ein und hier weiter atmen. Und wer mag, kann die Arme zur Seite öffnen, wie so ein Flieger. Und die Fingerkuppen, die ziehen zur Seite. Und wir halten hier weiter. Also nicht rund werden oder den Bauch durchhängen lassen, sondern der Rumpf ist ein schöner, gerader Tisch. Und mit der nächsten Ausatmung tauchen wir wieder tief, tiefe Vorbeuge. Einatmung, wir rollen uns noch einmal auf in den Berg und Ausatmung, Hände vors Herz. Namaste. Einatmung, wir rollen uns, wir kommen nochmal mit den Armen nach oben, noch einmal schön in den Berg, Kinn leicht zur Brust, Bauchnabel nach innen ziehen, das Schambein zieht nach oben innen, die Knie sind leicht gebeugt, die Füße sind auch aktiv und drücken fest in die Matte und mit der Ausatmung kommen wir in eine tiefe Vorbeuge. Dann nehmen wir mal die Füße an den Mattenrand und setzen uns mal mit dem Gesäß schön tief. Die Hände legen wir in Namaste-Position, ja, und drücken die Handinnenflächen gegeneinander und die Ellenbogen, die drücken die Knie auseinander. Das hilft uns so ein bisschen, um den Rumpf aufzurichten. Wer nicht mit den Fersen auf die Matte kommt, ist gar nicht schlimm. Wir haben alle eine unterschiedliche Anatomie. Ihr könnt auch gerne von hinten euch die Matte aufrollen und so unter die Fersen zur Unterstützung nehmen. Oder einfach mit den angehobenen Fersen in dieser Position bleiben. Wenn natürlich runterkommt, das ist natürlich super. Und dann auch so am leichtesten. Der Atem fließt weiter. Und aus dieser Position kommen wir zum Sitzen. So. Dann sind wir zurück auf die Matte angekommen. Unten. Wir stellen die Füße auf. Die Knie sind parallel zueinander. Und der Rumpf, der ist gerade. Das, was wir auch am Anfang und immer wieder zwischendurch, was ich auch erwähne, dass wir das Kinn leicht zur Brust nehmen, den Bauchnabel einziehen, die Schultern, die kommen nach hinten, unten. So sind wir schön aufgerichtet und der Rumpf ist aktiv. Die Hände könnt ihr gerne auf die Knie vorne ablegen und schließt hier auch im Moment eure Augen und nehmt diesen Sitz wahr. Okay, wir machen noch eine Asana, bevor wir zum Liegen kommen. Und zwar nehmen wir die Handinnenflächen hinter das Gesäß. Die Fingerkuppen zeigen Richtung Gesäß. Die Füße sind hüftbreit geöffnet, also so, dass zwei Fäuste dazwischen passen. Die Knie parallel zueinander. Und mit der Einatmung, ich mache es mal vor, mit der Einatmung hebt ihr das Gesäß nach oben. Wir wollen die Leiste öffnen.
Und entweder zieht ihr das Kind zur Brust oder ihr nehmt quasi den Kopf in den Nacken. Also wer aber HWS-Probleme hat, sollte lieber das Kind an der Brust halten. Das ist schonender für die Halswirbelsäule. Und wer da keine Probleme hat, der kann gerne den Blick Richtung Decke oder Richtung Himmel richten. Und wir schieben das Becken nach oben. Mit der Ausatmung setzen wir uns wieder hin. Wir rollen das Kinn zur Brust, machen uns leicht klein. Und mit der Einatmung kommen wir in den Tisch. Ausatmung. Po zur Matte. Und Einatmung noch einmal hoch. Und die Ellenbogen, die ziehen hinten zusammen. Und das Becken schiebt nach oben. Wir wollen die Leisten öffnen. Der Po ist fest. Und Ausatmung. Gesäß wieder absetzen. Okay, dann wollen wir uns auf die Matte legen. Ihr könnt gerne mit euren Händen die Oberschenkel von hinten greifen und euch so ein paar Mal über eure Wirbelsäule rollen. Das ist oft sehr angenehm, wie eine kleine Massage. Und dann kommt ihr zum Liegen. Stellt aber die Beine auf. Die Handinnenflächen zeigen Richtung Decke oder Himmel. Und dann zieht ihr mit eurer nächsten Einatmung die Knie zum Bauch ran. Und mit der Ausatmung legt ihr die Knie auf die linke Seite auf Bauchnabelhöhe ab. Ganz vorsichtig und achtsam. Und das ist hier eine Drehung im unteren Rücken. Die linke Hand kommt auf das rechte Knie oder den rechten Oberschenkel und der rechte Arm, der zieht erstmal nach oben Richtung Decke oder Himmel und dann legen wir den so in der Diagonalen schräg nach oben ab. Wer mit der Schulter nicht nach unten kommt, der kann sich da auch gerne was drunter legen. Entweder ihr habt gerade einen Pullover zur Hand oder ein kleines Kissen oder eine kleine Decke. Und der Blick folgt der rechten Hand, wenn es möglich ist. Wem es angenehmer ist, den Kopf in der Mitte zu lassen, dann lasst ihn da. Das ist dein Yoga. Du bestimmst selber für dich, wie weit du in die Asana gehst. Und in dieser Position nochmal tief ein- und ausatmen. Hierbei kann man auch gut die Bauchatmung spüren. Und noch einmal einen Atemzug nehmen, also ein- und ausatmen. Und mit deiner nächsten Einatmung kommst du wieder mit dem Arm und mit beiden Beinen zur Mitte. Die Knie wieder zum Brustkorb ranziehen und mit der Ausatmung behutsam nach rechts auf Bauchnabelhöhe ablegen. Ja, die Beine sind übereinander. Die linke Hand kommt auf, das ist die rechte Hand, die kommt auf den linken Oberschenkel oder an das linke Knie und der rechte, der linke Arm. Ihr merkt schon bestimmt, die Stunde neigt sich dem Ende. Das hat meine Versprecher. Und die linke Hand, die zieht nach oben Richtung Decke oder Himmel. Und dann legen wir auch den linken Arm in die Diagonale schräg nach oben über den Kopf und wenn auch hier der Blick der linken Hand folgen kann, den linken Arm, dann das gerne machen oder der Kopf bleibt in der Mitte. Nochmal hier die Bauchatmung schön wahrnehmen. Und mit unserer nächsten Einatmung kommen wieder beide Beine und der Arm zur Mitte. Ihr umfasst nochmal
eure Knie mit den Händen. Die Knie wollen zum Brustkorb. Wir wollen uns noch mal ein letztes Mal in ein ganz kleines Päckchen. Die Stirn will Richtung Knie. Wir knautschen uns zusammen, machen alles ganz fest. Fußspitzen sind lang. Und dann lassen wir los und kommen in die Rückenlage, in Shavasana, in die Schlussentspannung. Das heißt, ihr öffnet die Beine mattenbreit, die Arme liegen gestreckt neben den Rumpf, die Hand in den Flächen zeigen Richtung Decke oder Himmel. Ihr schließt die Augen und spürt einfach für euch nochmal nach. Wie war die Stunde für euch? Wie fühlt sich euer Körper jetzt an? Ist er warm oder kalt, was wahrscheinlich eher nicht ist? Und genießt nochmal einen Moment der Ruhe für euch. Versucht auch hier nochmal bewusst wirklich tief ein- und auszuatmen. Bei der Einatmung wölbt sich der Bauch nach oben und bei der Ausatmung sinkt er. Und dann fangt ihr langsam an, Füße und Hände zu bewegen. Lasst die Augen noch geschlossen und dreht euch auf eine Seite. Links oder rechts, das ist ganz egal. Legt den Kopf auf den Oberarm ab. Die Beine sind angewinkelt. Und dann kommt so über die Seite, auch mit geschlossenen Augen in einen bequemen Sitz. Entweder Fersensitz oder Schneidersitz. Was euch bequem ist. Ich setze mich immer gerne auf meine Fersen. Richtet euch nochmal auf. Denkt an die Punkte, die wir erarbeitet haben. Also Kinn leicht zur Brust, Bauchnabel einzeln, Schultern nach hinten, unten. Verbindet Daumen und Zeigefinger und legt die Hände auf die Oberschenkel. Und lasst den Atem nochmal fließen. Die Augen sind dabei noch geschlossen. Mit eurer nächsten Einatmung öffnet ihr die Arme nochmal über die Seite, über den Kopf und verbindet die Daumenknochen zur Stirn, zum Mund und zum Herzen. Namaste. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis irgendwann mal. Tschüss.